Wir befinden uns im Landeanflug hier aufs 34er, auf die 34er Sandbank. Und sobald wir angekommen sind, legen wir los. Wir suchen heute die Plattfische. Also, Scholle, Doggerschabe, Kliesche, Steinbutt und wie sie nicht alle heißen, die wollen wir hier heute rausziehen. Zack, Motor aus. Wir sind ziemlich genau auf der 34, da wollen wir sein. Und jetzt können wir schön in alle Richtungen treiben mit der Drift. Und als erstes schmeißen wir natürlich unser Setup raus. Zack, die Happy Hour geht los. Und wir legen los, tja, am Nordmeer. Zum einen sind gerade sehr viele Kaffeeaufträge im Café einfach drin für Plattfische. Das ist natürlich gut. Alter, ich muss mein Setup erstmal umbauen. Das ist natürlich praktisch. Zum anderen, ich suche diese Fische. Mir fehlen noch diese Trophies. Ich will die Kliesche, ich will die Doggerschabe. Ich will den Steinbutt im Idealfall. Das wäre natürlich sensationell. Oder ein Sternrochen. Und diese Fische gehen zurzeit auf diese Köder. Und das testen wir. Der Chris kam gestern in den Chat und meinte, Alden, ich habe erstmal einen Wochenrekord gemacht hier. Wunderbar den Steinbutt gefangen. Und so soll das doch auch sein. So, jetzt mal eben schnell hier die Rolle gewechselt. Und dann werfen wir direkt wieder aus. Zack, absinken lassen das Ganze. Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt hier so geht. Es sinkt relativ schnell ab. Ich bin ganz zufrieden damit. Dafür, dass ich hier mit der kompletten Montage bin, also alle Beifänger ausgerüstet. Dafür läuft das doch an für sich ganz gut vom Tempo. Zack, sind wir hier auf die 30 Meter gekommen. Und dann gehen wir natürlich hier sofort ins Bewegung in Grundnähe, das wollen wir natürlich erreichen. Und dann immer so ein bisschen pilken. Entweder dieses starke Pilken ruhig machen. Oder man lässt es noch ein bisschen weiter absinken. So, bis es richtig weit unten ist. So, da dreht sich noch ein bisschen was. Und dann versuchen wir da nochmal reinzugehen. Und dann versuchen wir in den Jig zu kommen. Geht übrigens bei Wellengang auch richtig gut. Ja, vielleicht noch ein bisschen hochziehen. Kommen wir, oh, da kommt schon der Biss, okay. Ja, und dann versuchen wir halt zu jiggen, denn die Montage ist die Meeresjig-Montage. Also mit dem Meeresjig und damit haben wir dann eben die Möglichkeit, hier nochmal mehr von den immer gleichen Ködern zu verwenden. Oder wenn du halt noch nicht so weit bist, dass du 75% plus hast, einfach nur mit dem Jig-Kopf und nur diesem einen Köder hier hingehen. Na klar wird die Frequenz nicht so groß sein. Das hier, ich blende das nochmal eben ein. Das war der Cacher von gestern Abend. Sieht schon richtig gut aus. Kann man schon mal richtig gut Cash mitmachen. Also das ist schon mal nicht so verkehrt. Und so kann das gleich gerne weitergehen. Und dann bin ich auch schon ganz zufrieden. Wir sind, ja, wie gerade schon gesehen, wir sind hier auf der 34. Das Ganze werde ich allerdings auch noch hier auf der 30 oder auf der 41 testen. Also das hier ist so, also das hier oben ist Startgebiet fürs Meer. Hier kann man super entspannt angeln. Gerade wenn man ganz frisch ist am Nordmeer, vielleicht auch mal hier auf dem 5-Meter-Bereich angeln. Schnell am Grund heißt schnell viele Fische. So kleine Fische, die man auch schnell rausziehen kann. Und dann hat man hier eine echt gute Frequenz. Hier gibt es mehrere Stellen, die super funktionieren. Auch einfach mal in die Playlist reingucken hier. Vom Nordmeer, da gibt es schon viele verschiedene Spots, auch verschiedene Landspots. Hier in dem Bereich, hier vorne in dem Bereich. Direkt im Hafengebiet gibt es noch zwei. Also das ist super essentiell, wenn man günstig hier starten will. Ansonsten dann, wenn man schon ein bisschen besseres Setup hat, hier raus auf die 30, 34, 41. 41 kann manchmal ein bisschen gefährlich werden, da gehen auch gerne mal ein paar Haie rein. Aber ansonsten klappt das hier eigentlich in der Area immer ganz gut. Und da haben wir schon den nächsten Brocken. Ja, und jetzt heißt es an für sich nur noch Frequenz, ne? Gestern Abend war ich schon drauf und dran irgendwie. Da muss doch noch eine zweite Route am besten her. Schön einen nach dem anderen hier rausziehen. Wie auf dem Archipel. Aber das war leider nicht. Und zack, direkt wieder raus. Und ich würde sagen, wir gucken uns nochmal eben das Setup an. Also, ja, wie gerade vielleicht schon ein bisschen gesehen. Jig
und Jig Head. Wir sind hier mit 84 Gramm. Das ist jetzt das schwerste Teil, natürlich auf einer schweren Route. Jig Head und dann hier mit einem Viererhaken. Das Maximum, was für den Quicker 4.5007 am besten ist. Und man sieht, hier ist auch schon ein bisschen Verschleiß drauf, also die funktionieren wohl auch richtig gut. Ich habe hier überall die 4.0er Haken drauf und dann komplett eben auch die pinken Lockmittel hier extra, die Leuchtmittel dazu. Und dann gib ihm. Ja, letzten Endes wollen wir schnell einfach wieder raus, schnell auf den Grund. Na klar, es geht alles Mögliche rein. Aber letzten Endes, ihr habt es gerade gesehen, auch cashmäßig ist das gar nicht verkehrt. Wenn man hier eine Stunde durchzieht, einfach mal ein Ticket, hat man auf jeden Fall ein dickes, fettes Plus. Ich denke mal, 500 sollten da ganz gut reingehen, 500 Silber plus. Und je nachdem, was da eben noch an seltenen Fischen reinballert, vielleicht auch noch mehr. Und jetzt, wie gesagt, gibt es gerade auch noch zwei Kaffeeaufträge. Der Steinbutt ist auch noch länger drin. Das heißt, ich werde es hier erstmal schön durchziehen. Längere Zeit hier an dem Spot, längere Zeit eben mit diesen Ködern. Und dazu kommt in den Rekorden, da haben wir es auch schon stehen, da haben wir den Steinbutt hier. Richtig schön alles auf dem 4,5er Quicker, weil er ganz gut funktioniert. Und übrigens auch der Seehase. Auch davon waren ja gestern einige schon dabei. Also, da bin ich einfach gespannt, ob da was geht. Zack, direkt weitermachen. Und dann gucken wir mal, vielleicht ballert ja noch was Großes rein. Zack, jawohl. Der nächste Brocken hier direkt. Und er hat auch ein bisschen Bock. Sehr schön, da kann man mal ein bisschen hochdrehen. Aber es ist noch, ja, nee, noch kein Gigant. Also so richtig geht er nicht rein, aber zumindest mal ein bisschen mehr Gewicht, so kann das doch gerne sein. Übrigens, wenn euch hier die falschen Fische reingehen, einfach ein paar Meter weiterfahren. Also wenn ihr hier steht an der Stelle und es kommen immer tendenziell die gleichen Fische, Köhler rein oder Schellfisch und die wollt ihr einfach nicht haben, dann einfach ein paar Meter weiterfahren und da weiter probieren. Ne? Also die gesamte Area hier ist immer wieder übersät mit Spots. Die Frage ist einfach immer nur, wo? Wo genau sind dann die Zielfische? Und natürlich auch immer wieder gerne das Echolot verwenden und gucken, wo dann genau die Spots sind. Es werden zwar nicht alle Spots im Echolot angezeigt, es gibt immer noch viel mehr Spots als die, die angezeigt werden, aber so als Richtwert, wenn man irgendwelche Stellen hat, die halt schön grundnah sind, dann ist das doch immer ein guter Anhaltspunkt. Und übrigens zum Echolot gibt es auch noch ein Tutorial-Video, wo genau erklärt wird, was man da drauf alles sieht, wie das alles funktioniert. Also auch auf jeden Fall interessant, wenn du neu bist am Nordmeer. So, komm mal raus hier. Oh nee, ne? Ja, so viel zum Thema Spotwechsel. Ah, 13,8. Ja, der hätte auch noch ein bisschen schwerer sein können. Na guck, vorne haben wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen was. Nein, nicht so weit. Ich wollte direkt runterlassen. Hier sehen wir doch direkt was. Genau das. Ja, also schnell runter. Vielleicht kriegen wir da vorne auch noch direkt was. Und danach, ja, fahre ich gleich wieder ein bisschen zurück. Denn die Drift driftet mich doch jetzt. Wir waren ungefähr 12 Uhr am Spot. Jetzt haben wir 17, also bis 18 Uhr bin ich wahrscheinlich hier schon fast raus. Bevor es dann wieder zurückgeht. Das heißt, ich fahre gleich wieder ein Stückchen zurück. Ich würde sagen, mit dem nächsten Fisch wieder schön auf die Mitte und dann, oder kurz vor die Mitte würde ich sagen, denn ab 18 Uhr driften wir ja dann gleich in die andere Richtung. Also alle 6 Stunden wechselt die Drift und die Richtung. Das heißt, jetzt im Moment, ob irgendwas Lüttes, okay. Jetzt im Moment geht es so, Südost in die Richtung. Und ja, okay. Also genau, Südost ist gerade dran von 12 Uhr bis 18 Uhr und ab 18 Uhr geht es dann wieder zurück bis 0 Uhr, bis 12 Uhr. Also 6 Stunden und dementsprechend müssen wir dann jetzt gleich gucken, ja, ein Stückchen weiter zurück. Wir haben jetzt 1 Stunde, ja, und die Position, wie gesagt, schmeckt mir auch gerade nicht so sehr. Lieber eher so ein bisschen mittig rein. So, eben wechseln Richtung Nordost fahren. Halt. Nordwest ist es. So, dann klappt das auch. Perfekt. Wieder schön mittig rein. Ich korrigiere noch mal ein bisschen, damit ich ein bisschen mittiger bin. So. Ja.
und dann rausschmeißen und weitermachen. Ja, so viel dazu, so viel zu dem Spot. Ich mache jetzt hier weiter, ich werde es hier schön durchziehen und hoffen, dass einer der noch mir fehlenden Trophies endlich reingeht. Wäre der absolute Hammer. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.